Seit 2700 Jahren hat die Stadt Rom nichts an Attraktivität verloren. Latein, die Sprache des Imperium Romanum, überlebt in der christlichen Kirche. Wallfahrer, Touristen, Altertumsliebhaber strömen zu Tausenden an jeden Tag hierher, um Geschichte zu atmen. Als Zentrum der Christenheit besitzt dieser Ort eine schier endlose Strahlkraft. Wo lagen ihre Anfänge? Wieso wurde gerade aus diesem kleinen Dorf der Nabel der Welt? Rom in grauer Vorzeit. Verschlafene Dörfer auf sieben Hügeln. Der Tiber prägt den Alltag der Menschen. Als mythische Städtegründer gelten Romulus und Remus. Im Tiber ausgesetzt, so die Legende, überleben die beiden nur dank einer Wölfin. Von den Zwillingen setzt sich Romulus als der Schlauere durch. Die Legende berichtet auch von Patriziern, die mit ihm das Fundament für das frühe Gemeinwesen legten. Später wird die berühmte Bronzeskulptur zur Identifikationsfigur, zum Emblem der Gemeinde. Ob es tatsächlich einen Stadtgründer mit Namen Romulus gab, ist bis heute ein Rätsel geblieben. Die Sage hat aber wohl einen wahren historischen Kern. Tatsache ist, dass auf dem Palatin die Hütte des Romulus als Erinnerungsort an den mythischen Pionier in Ehren gehalten wird. Die Standspuren von vielen anderen Wohnstätten auf den anderen Hügeln belegen, dass hier schon früh mehr Menschen lebten, als man bisher ahnte. Die Vorfahren von Romulus und Remus finden ihre letzte Ruhestätte auf dem Areal des späteren Forum Romanum. Darunter auch Vertreter einer Führungselite. Das verraten Statussymbole im Grab wie Miniaturbeigaben von Lanzen und Beinschienen. Ab der Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus gibt man die Gräber hier auf. Ein Indiz für die planmäßige Anlage eines Siedlungskerns. Das stimmt mit der Sage überein. Doch das Gründungsjahr der Legende, 753, ist fiktiv. Am alten Rindermarkt, dem Forum Boarium, kristallisiert sich ein noch älteres Zentrum beim Hafen des Tiber heraus. Viele alte Heiligtümer, wie das des Portunus, des Hafengottes, konzentrieren sich hier. Einige Wissenschaftler meinen, dass bereits vor Romulus und Remus Griechen die frühe Stadt am Tiber mitbegründen. Das untermauern griechische Funde auf diesem Areal. Am Forum Boarium geht ein weiterer Gründungsmythos auf den griechischen Helden Herakles zurück. Schon vor der Kolonisation der italischen Halbinsel verehrten griechische Seefahrer und Kaufleute sein Kultbild. Diese Statue aus Bronze, vergoldet, ist wohl die Kopie eines berühmten griechischen Künstlers. Der Rundtempel des Herkules. Wahrscheinlich hat ihn ein griechischer Architekt entworfen. Die Beziehungen zu den Griechen bestehen wohl bereits in grauer Vorzeit. Auf der Suche nach neuem Land gründen sie ab dem 8. Jahrhundert Kolonien in Süditalien und Sizilien, wie in Selinunt. Ihre Kultur findet in Rom großen Anklang.
Warum ist dieser Einfluss so prägend? Warum übernehmen die Römer viele griechische Gottheiten? Das ist für die Forscher immer noch ein Geheimnis. Wann und von wem wurde Rom gegründet? Der Mythos gibt unterschiedliche Antworten. Die Archäologie ist auf der Suche. Irgendwie waren die Griechen im Spiel. Man findet eine ganze Menge frühe griechische Scherben. Sind hier benachbarte Dörfer einfach nur zusammengewachsen oder gab es einen politischen Gründungsakt? Ganz wichtig ist die geografische Situation. Hier am Kreuzungspunkt ganz bedeutender Verkehrswege des Wasserwegs und der Landwege. Warten wir, was die Forschung in Zukunft an Antworten uns bietet. Von Anfang an bestimmt der Tiber die Geschicke Roms. Bis zum Forum Boarium ist der Fluss schiffbar. Der Hafen ist Ausgangspunkt des wirtschaftlichen Aufstiegs. Auf hölzernen Pfählen errichtet schon der erste König Roms die älteste Brücke über den Tiber. Als Jahrhunderte später eine schwere Seuche ausbricht, befragt man die Sibyllinischen Bücher, eine Sammlung von alten Weissagungen. Danach begibt sich eine Gesandtschaft zum wichtigsten Kultplatz des griechischen Heilgottes Aesculap nach Epidauros. Mit dessen Symbol, einer heiligen Schlange, bestimmt man die Tiberinsel als Standort für einen Tempel. Gleichzeitig dient er auch als Hospital. So isoliert können Kranke, gleichsam in Quarantäne, abgeschirmt werden. Noch nach 2300 Jahren lebt diese Tradition in den beiden Krankenhäusern auf der Insel fort. Die Kirche auf der Tiberinsel gründet auf den Resten des Aesculap-Tempels. Die Nähe zum Meer begünstigt den Aufstieg Roms. Dorthin führt schon früh die sogenannte Salzstraße. Denn die einzigen Salinen Westitaliens liegen am Nordufer der Tibermündung. Und Schiffe aus dem ganzen Mittelmeer steuern mit ihrer Handelsfracht den Fluss an. Numa Pompilius, vom Nachbarstamm der Sabiner, regiert im 7. Jahrhundert als König über Rom. Was er den aggressiven jungen Männern lehrt, ist vor allem Sittsamkeit und Respekt vor den Gesetzen. Nach Gabii, einem östlich von Rom gelegenen Ort, begeben sich Romulus und Remus, um Griechisch zu lernen, so die Legende. Liegt hier ein griechisches Kulturzentrum? Gabii gehört der Konföderation latinischer Städte an. Dass sich hier schon früh urbanes Leben entwickelt, belegt eine Stadtmauer. Die etruskischen Städte pflegen enge Kontakte zu den Griechen. Deren Luxusgüter sind bei den etruskischen Adligen sehr begehrt. Wie diese Vase des berühmten Malers und Töpfers Euphronios aus Athen. Und sie übernehmen griechische Lebensart. Die Wirtschaft in den Stadtstaaten boomt dank innovativer Eisenverarbeitung und eines florierenden Seehandels. Die Etrusker entfalten eine eigene, hochstehende Kultur. Mit zarten Gesichtszügen und schräg gestellten Augen werden sie porträtiert. Wie aus dem Nichts tauchen die Etrusker auf. Woher kommen sie? Warum sind nicht sie zur Weltmacht aufgestiegen? Das ist noch ungeklärt. Der Ruf der prächtigen etruskischen Stadt Veii, nur 20 Kilometer von Rom entfernt, reicht weit über die italische Halbinsel hinaus. Etwa 100.000 Einwohner leben hier in der Blütezeit. Davon zeugt diese einst reich ausgestattete Grablege eines Fürsten. Von den Griechen beeinflusst, Bannenmaler, stilisierte Löwen und Vögel an die Wände der Grabkammer. Die bisher ältesten Dekorationen, die in Etrurien zum Vorschein kommen. Eng mit den Etruskern ist der Aufstieg Roms verwoben. Dort wird Tarquinius Priscus zum ersten etruskischen König auserkoren. Er ist der Sohn eines Griechen und einer Etruskerin. Seiner Weitsicht und Klugheit verdankt Rom monumentale Errungenschaften, die heute noch der Stadt ihr Gesicht geben. Das ist die Initialzündung für die Urbanisierung Roms. Auf dem Kapitolinischen Hügel legt Tarquinius Priscus das Fundament für den wichtigsten Tempel Roms, der Jupiter geweiht ist.
Überraschend kommen hier vor kurzem die massiven Grundmauern des gewaltigen Bauwerks zum Vorschein. Es ist die bedeutendste Kultstätte der offiziellen römischen Staatsreligion. Der Tempel ist reich dekoriert. Sogar der Name eines Künstlers ist überliefert, Vulca. Dessen Werkstatt stand im benachbarten Veii. Nur sein Apollo hat die Jahrtausende überdauert. Für den Jupiter-Tempel in Rom modelliert er aus Ton ein Viergespann, das auf dem First thront. Unzählige Terrakotta-Dekorationen schmücken diese frühen etruskischen Kultstätten. Der Tempel des Jupiter ist das Ziel der Triumphzüge. In seinem Namen ziehen die Feldherren in den Krieg, um neue Länder zu erobern. Waren sie erfolgreich, kehren sie in pompösen Prozessionen auf der Via Sacra, der Heiligen Straße, mit zahlreichen Gefangenen und reicher Kriegsbeute hierher zurück. Ist Juno und Minerva geweiht und natürlich Jupiter, angelehnt an die griechische Götterwelt. Auf der heiligen Akropolis wird später die autonome Kommune residieren. An diesem von Michelangelo gestalteten Platz befinden sich auch die ältesten öffentlichen Sammlungen, die Kapitolinischen Museen, das Herzstück Roms. Das Kapitol war das sakrale Zentrum des antiken Rom. Hier stand der Tempel der ganz großen römischen Gottheiten. Und als die Römer in der ganzen mediterranen Welt Städte gründeten, da kopierten sie dieses Kapitol. Und später wird es auch in Washington errichtet werden. Senatus populusque Romanus. Der Senat und das Volk der Römer steht heute für die Kommune, für die Stadtverwaltung einer Weltmetropole. Und so regiert hier der Bürgermeister der Stadt Rom. Mit der Abkürzung SPQR, das heißt Senatus Populusque Romanus, sind die Reminiszenzen an die ruhmreiche Vergangenheit Roms überall in der Stadt lebendig. Fontana di Trevi, der Besuchermagnet par excellence. Ein barockes Wunderwerk. Ein Pilgerort für Rom-Begeisterte, die sich nichts sehnlicher wünschen, als hierher zurückzukehren. Wer Münzen in den Brunnen wirft, so ein alter Aberglaube, dessen Wunsch geht in Erfüllung. Wer weiß heute schon, dass die berühmte Fontana di Trevi von einer antiken Wasserleitung gespeist wird? Noch heute. Man brachte das Wasser über große Entfernungen nach Rom, bis zu 90 Kilometern. Eine gewaltige Ingenieursleistung. Man speiste mit diesem Wasser die großen Thermenanlagen, die vielen Brunnen und verbrauchte natürlich einiges für den privaten Zweck. Aufregend die Tatsache, dass in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts weniger Wasser verbraucht wurde an einem Tag als in der Antike selbst. Bereits 312 vor Christus lässt der Zensor Appius Claudius Caecus die erste Wasserleitung Roms errichten, die Aqua Appia. Sie verläuft zum Großteil unterirdisch in Kanälen. Später fließt das Wasser auf 33 Meter hohen Bogenbrücken mit leichtem Gefälle in Aquädukten, die bis zu 91 Kilometer lang sind. Kühne Konstruktionen schweben über Täler und Ebenen.
Die Aqua Martia führt kaltes, heilkräftiges und wohlschmeckendes Lebenselixier aus dem Tal des Anio heran. Sie funktioniert noch heute. In den Glanzzeiten versorgten 11 große Fernwasserleitungen mehr als 1 Million Einwohner. Den täglichen Luxus von 500.000 Kubikmetern spendiert der Kaiser. Solche technischen Wunderwerke mehren das Ansehen der Stadt am Tiber und schaffen erst die Grundlage für den hygienischen Fortschritt. Woher nehmen die innovativen Architekten und Ingenieure ihre Ideen? Das liegt noch im Dunkeln. Überall in der Stadt sprudelt das Wasser aus unzähligen Schöpfbecken und Brunnen. Wie aus der einst marmorverkleideten Trofei di Mario. Jedem Einwohner stehen etwa 180 Liter pro Tag zur Verfügung. Jede Wasserstelle ist etwa 250 Meter vom Wohnort entfernt. Das lebensspendende Nass in allen Vierteln zu verteilen, bedeutet eine logistische Meisterleistung. Auf der Stadtmauer und der Porta Maggiore wird das Wasser aus den verschiedenen Aquädukten in mehreren Kanälen übereinander geleitet. Das prächtige Monument demonstriert auch die Großzügigkeit des Herrschers. Die Römer gönnen sich Wasser im Überfluss. Auch in die Villen der Reichen pumpt man das kostbare Nass in Tonröhren, steinernen Rinnen oder Bleileitungen. Diese Metallröhren können höherem Druck standhalten. Das alles finanzieren die Wohlhabenden aber selbst. Nur bei ihnen fließt das Wasser direkt aus dem Hahn. Die alten Römer hatten ein ganz grundsätzliches Gesundheitsproblem. Das hatte mit Blei zu tun. Ein Großteil des Wassers schickt man durch Bleirohre. Andererseits hat man dann den Wein, Fruchtsäfte, also säurehaltige Getränke, die man längere Zeit in Bleigefäßen gelagert hat. So war das auch ein Problem der Oberschichten, des Luxus. Die Römer berichten selbst von den Krankheiten, die das Blei hervorgerufen hat. Wie Truff, der berühmte Architekturhistoriker, kennt dieses Phänomen. Man leidet unter Kopfschmerzen, man leidet unter Wagenproblemen, Nervenproblemen, bis hin zu Schwindel und Gicht. Heute weiß man, dass Blei auch Unfruchtbarkeit hervorrufen kann. Die Wasserleitungen werden daran nicht so schuld gewesen sein, denn die verkalken sehr schnell, wir kennen das. Daran ist Rom wohl nicht zugrunde gegangen. Das Geheimnis der Entwässerung liegt im Untergrund. Abtauchen in die finstere und anrüchige Welt der Cloaca Maxima. Dem weit verzweigten Kanalsystem gehen Wissenschaftler heute auf den Grund. Im 6. Jahrhundert ebnet Tarquinius Priscus, der Etruskerkönig, den Weg für die Trockenlegung des Forum Romanum. Die Cloaca Maxima ist ein Meilenstein für die Infrastruktur der aufstrebenden Gemeinde. Anfangs verlaufen die Kanäle ohne Abdeckung. Später erweitert man sie ständig. 7 Bäche, Regen und überschüssiges Wasser der Brunnen schwemmen die Abfälle und Fäkalien aus den Latrinen und Thermen in den Tiber. Sotto l'ultima fase, quella più monumentale della Cloaca Maxima, nel punto in cui è il suo percorso. Während der letzten Ausbauphase, in der die Cloaca Maxima am monumentalsten ist, ist der Kanal 3 Meter breit und 3,5 Meter hoch. An dieser Stelle ist sie in Tuffquadermauerwerk aus riesigen Blöcken errichtet. Sie sind oft von 2 Meter Länge und 80 Zentimeter Tiefe. Darüber verlegte man Ziegelmauerwerk und das Gewölbe besteht aus Mörtel. Agrippa ist der berühmteste Wasserbaumeister Roms. Um die Reinigung und Sanierung der Cloaca Maxima zu kontrollieren, fährt er selbst hier auf einem Boot durch den Kanal bis zum Tiber. Ein erstaunlicher Ort. Hier stinkt's. Die Cloaca Maxima. Für uns klingt das gewöhnungsbedürftig. Chlore, das lateinische Wort, kommt aber von Reinigenden. Also ist es die Säubernde, die Reinigende, und zwar nicht eine kleine, sondern eine Maxima, eine riesige. Seit 2500 Jahren funktioniert
dieses Meisterwerk der Ingenieurstechnik und entwässert das halbe Rom, macht Rom überhaupt erst funktionsfähig. Ebenfalls aus etruskischer Königszeit stammt ein weiteres öffentliches Großprojekt, der Circus Maximus. Was sich hier vor allem abspielt, sind Wagenrennen. Als größte Sportkampfstätte der Antike, mit mehr als 600 Metern Länge, kann er bis zu 250.000 Zuschauer fassen. Es ist ein Spektakel, das bis ins Detail organisiert ist. An der weißen, blauen, roten oder grünen Farbe der Trikots erkennt man den Rennstall der Wagenlenker. Später entwickeln sich diese Vereine zu politischen Gruppierungen. Auch Herrscher sind Feuer und Flamme für ihren Lieblingsclub. Pferderennen, Wagenrennen spielen eine bedeutende Rolle im frühen Kult. Berühmte Wagenlenker, die Pferde maßen ihre Leistung im Totenkult. Schon in Olympia wird das Wagenrennen zu einer Sportdisziplin. Und in Rom, da sitzen männliche und weibliche Zuschauer gemeinsam auf der Tribüne. Der berühmte Dichter Ovid rät dem älteren Mann zur Körperpflege für eine erfolgreiche Anmache im Circus Maximus. Auf den Tribünen tummeln sich dicht gedrängt die Fans. Eine ideale Chance für einen Flirt. Hier liegt die Kontaktbörse der ewigen Stadt, das Vergnügungsviertel. Die Zuschauer fiebern dem Sieg ihrer Favoriten entgegen. Ob risikobereite Wagenlenker, die beim Überholmanöver alles aufs Spiel setzen, oder rasante Pferdegespanne. Um das Volk bei Laune zu halten oder für den Wahltag gewogen zu stimmen, investieren alle ehrgeizigen Politiker in diesen Wettbewerb. Auch am Geburtstag des Herrschers oder aus Anlass seiner Genesung lassen die Zuschauer hier ihren Emotionen freien Lauf. Manche Profi-Rennfahrer sind Spitzenverdiener. Ihr Einkommen übertrifft das eines Advokaten um ein Hundertfaches. Konkurrenz und Fanatismus treiben wilde Blüten. Sogar Giftanschläge auf Wagenlenker oder Rennpferde sind nicht selten. Wegen seiner Grausamkeit vertreibt man den letzten Etruskerkönig aus Rom. Patrizier übernehmen nun als Konsuln die Macht, üben sakrale und politische Ämter aus. Als Vertreter der alten bäuerlichen Werte wird Lucius Quinctius Cincinnatus verehrt, der vom Pflug weg zum Konsul ernannt wird. Er setzt sich erfolgreich für die Republik ein und kehrt dann, wie selbstverständlich, wieder zu seinem einfachen Lebensstil zurück. Sparsam, bescheiden und bodenständig zu sein, das entspricht der traditionellen Ideologie in der Republik. Das einfache Leben der Bauern wird verherrlicht. Doch die reale Lage der Bauern verschlechtert sich zusehends. Sie werden von ihren Höfen zum Kriegsdienst abkommandiert und bilden das Rückgrat der Armee. Je länger ihr Einsatz dauert, je erfolgreicher sie sind, desto geringer sind aber die Erträge aus der Landwirtschaft. Die Stützen der Gesellschaft verarmen. Während sich in der Frühzeit auch die Patrizier um die Bewirtschaftung ihres ausgedehnten Grundbesitzes kümmern, zieht es sie später nach Rom. Aus den neu eroberten Provinzen werden zahllose Sklaven auf die italische Halbinsel verschleppt. Als billige Arbeitskräfte ermöglichen sie den Reichen, ihre Ländereien auszudehnen und effektiver zu bewirtschaften. So werden die Großgrundbesitzer immer mehr zu Konkurrenten der verarmten Kleinbauern, die Rom einst Größe verliehen. Diese werden dann unter Druck gesetzt, ihren Grund billig zu verkaufen. Für die Ausgebeuteten ist das Leben auf dem Lande allmählich nicht mehr erstrebenswert. Mehr und mehr setzt bald Landflucht ein. Anwälte der Armen versuchen, durch eine Agrarreform den Bauern ihre Existenzgrundlage zurückzugeben. Doch sie werden ermordet. Die Spirale der Gewalt gipfelt in einem fürchterlichen Bürgerkrieg. Auch unzufriedene Sklaven wagen unter der Führung des Spartacus den Aufstand.
Für all die, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens existieren, besteht ein Hoffnungsschimmer auf eine bessere Zukunft. In Rom. Zumindest auf das Grundnahrungsmittel Getreide. Die Römer haben sehr viel Brot gegessen. Kein Wunder, dass es Dutzende unterschiedlicher Brotsorten gab. Das Weißbrot war eher was für die feinen Leute. Der einfache Mann aß ein Vollkornbrot. Man nannte das Bauern- oder Volksbrot. Man gewürzte mit Blaubeer, Sellerie, Kümmel, Anis. Und es gab auch schon, ganz klar, Zwieback. Gut für die Seeleute, aber wie uns Plinius erzählt, auch wirkungsvoll gegen den Durchfall. Den Bedarf des gefräßigen Bauches Rom decken längst nicht mehr die Bauern der Umgebung, sondern jährlich rund 240 Schiffsladungen Getreide aus Ägypten, Sizilien oder Sardinien. Vor allem Weizen ist beliebt. Andere Sorten, wie Hafer oder Gerste, verwendet man als Tierfutter. Um das Volk auch in Zeiten von Hungersnöten ausreichend zu ernähren, verteilt man kostenlos Getreide. Die Anzahl der Berechtigten ändert sich immer wieder. In riesigen Brotfabriken mahlen sich Bäcker ihr Mehl selbst. Sie kneten schon nachts in Steintrögen den Teig mit Wasser und Hefe. So versorgen sie die Großstadt mit dem Grundnahrungsmittel, den Körnern für den Getreidebrei, das arme Leute essen, und dem Brot. Auf dem Forum Romanum konzentrieren sich mythische, sakrale Stätten, Erinnerungsorte. Außerdem steigt es zum wirtschaftlichen und politischen Zentrum auf. Ähnlich wie in Griechenland hängen hier die Statuten, die 12 Tafelgesetze aus. Vom Kapitol und vom Palatin aus beobachten Auguren den Vogelflug. Daraus leiten sie den Willen der Götter ab und sagen die Zukunft voraus. Das Alltagsleben prägen strenge Rituale und Wahrsagerei, die sich auch an der etruskischen Religion orientieren. Ebenso spielen die Priester eine große Rolle, die Eingeweide, vor allem die Leber, untersuchen und Blitze beobachten, um daraus ihre Vorhersagen abzuleiten. Ohne diese Beamten und Priester zu befragen, trifft man in Friedens- und Kriegszeiten keine Entscheidungen. In religiösen Zeremonien markieren sie den Grundriss von Gebäuden und die sakrale Grenze Roms. Auf den etruskischen König Servius Tullius soll die etwa 11 Kilometer lange Stadtmauer zurückgehen, die heute noch in Resten auch bei der Stazione Termini erhalten ist. Sie umschließt alle 7 Hügel Roms. Wie mit einem Donnerschlag brechen im Jahr 387 die Gallier über Rom herein. Doch das letzte Bollwerk auf dem Kapitol bleibt verschont. Dank der heiligen Gänse der Juno, die mit ihrem Geschnatter die Wachen vor den Galliern warnen. Ein Ereignis, das sich tief im kollektiven Gedächtnis der erfolgsverwöhnten Römer einbrennt. Die Expansion Roms begann mit dem Sieg über die mächtige Etruskerstadt Veii, die lange Erzrivalin war. Im Spannungsfeld zwischen Etruskern im Norden und Griechen im Süden gewinnt Rom immer mehr an Bedeutung. Wenig später weitet sich der Machtbereich durch den Sieg über den Nachbarstamm der Latiner weiter aus. Eine Initialzündung, der im 3. Jahrhundert die Eroberung der gesamten italischen Halbinsel folgt. Nach dem Sieg über die Karthager in Nordafrika um 200 beherrscht Rom große Teile des Mittelmeerraums. Das Erfolgsrezept lautet gelungene Assimilierung und Toleranz gegenüber anderen Religionen.
Auf dem Forum Romanum treffen Entscheidungsträger zusammen, die den Aufstieg Roms zur Weltmacht vorantreiben. Hier wählt die Volksversammlung und es wird Recht gesprochen. Im Palast der Könige beim Vestatempel residiert später der Oberpriester, der Pontifex Maximus. Im Tempel der Vesta, der Göttin des Staatsherdes, hüten ihre Priesterinnen heilige Urkunden und das sakrale Herdfeuer. Nur junge Mädchen aus aristokratischen Familien werden zu dieser Aufgabe auserkoren. Die Vestalinnen leben in einem prunkvollen Ambiente. Ihr Schicksal ist es, 30 Jahre keusch zu leben. Verletzt eine Vestalin die Regeln und gibt sich einem Mann hin, wird sie lebendig begraben. Sogar über ein Staatsarchiv verfügt Rom. Das Tabularium verwahrt die Bronzetafeln, auf denen Gesetze und offizielle Urkunden eingeritzt sind. Es stellt das Gedächtnis der Metropole dar. Bei der Fertigstellung werden die Grundmauern des Tabulariums von einem Konsul inspiziert und genehmigt, der gleichzeitig Präfekt des Bauamtes und Architekt ist. Und heute sind sie im Senatorenpalast erhalten. Im Senatsgebäude, der Kurie, tagen die Senatoren, erlassen Gesetze, beschließen Kriegszüge, empfangen Gesandtschaften und kontrollieren die Staatsausgaben. Auf dieser Bühne inszenieren sich berühmte Politiker, auch der geniale Cicero. Mit Charisma, geschickter Taktik, aber vor allem mit einer einzigartigen Redegewandtheit tritt Marcus Tullius Cicero, Anwalt, Schriftsteller, Konsul, im Senat, vor Gericht und vor dem Volk auf. Rhetorik ist seine Leidenschaft. Die Redekunst und die Jurisprudenz beflügeln Karrieren. Für Cicero zeichnen eine kluge Gliederung und freie Rede einen guten Vortrag aus. Wer auf der Rednertribüne flammende Reden hält, der begeistert die Massen. Von historischer Dimension sind Ciceros Reden gegen Catilina, die dessen Verschwörung aufdecken. Ironie der Geschichte? Ciceros Reden gegen Marcus Antonius kosten ihn das Leben. Er wird für vogelfrei erklärt. Als Trophäen stellt man seinen abgeschlagenen Kopf und seine Hände später auf der Rednertribüne zur Schau. Noch im 2. Jahrhundert vor Christus versprüht Rom eher den Charme eines Provinznests. Nicht eben zeitgemäß für seine Rolle als Weltmetropole. Das ändert sich mit der Errichtung einer der ersten profanen Repräsentationsgebäude, der Basilica Aemilia. Ein Multifunktionsbau von riesigen Dimensionen. In späterer Zeit wird sie nach Bränden erneuert und prunkvoll aufpoliert mit teurem Marmor. Hier finden auch Gerichtsverhandlungen statt. In die Front sind Läden und kleine Heiligtümer integriert. Das Bauwerk selber hatte eine ganz wichtige Funktion. Es war in erster Linie ein Bankgebäude, aber nicht im Sinne ein modernes, sondern hier eine Art Börse, in dem Geld gewechselt wurde. Die Wechsler hatten ihre Tische zwischen den Säulen. Und das bedeutete wiederum, wenn die Besucher reinkamen, mussten sie sich ins Mittelschiff begeben, weil die Wechsler standen eben hinter ihren Tischen in den Seitenschiffen. Und da befanden sich auch die Regale mit metallenen Waren, also Metallgefäße aus Bronze, Silber und Gold. Von den Griechen beeinflusst, bringt Münzgeld im 3. Jahrhundert einen enormen wirtschaftlichen Fortschritt. Zunächst werden grobe Barren gegossen, dann Münzen geprägt. Es werden Prägungen aus Bronze, Kupfer, Silber und Goldemissionen in Umlauf gebracht. Hier in der Börse kann man sich Geld leihen, Währungen tauschen oder Münzen auf ihre Echtheit prüfen lassen. Auf der Terrasse und in der Loggia sitzt die Haute Volée bei Festen in der ersten Reihe. Und technische Innovationen halten Einzug in der Kapitale. Wir konnten den Standort der Wasseruhr feststellen, und zwar in diesem Laden. Und zwar anhand der Wandspuren hier
ist ein wasserdichter Verputz. Auch der Boden selber, der etwa 40 cm noch tiefer liegt, war komplett mit wasserdichten Verputz bedeckt. Und hier befand sich die Installation und das Ziffernblatt war ganz oben angebracht, zum Forumsplatz gewendet, damit es jeder sehen konnte. Und sie zeigte vor allem an dann den Beginn der Gerichtsverhandlungen. In einer immer komplexer werdenden Welt gilt es, den Tagesablauf zu strukturieren. Wie bei einer Sanduhr wird bei der Wasseruhr die verstrichene Zeit an dem sich verändernden Wasserstand in einem Gefäß gemessen. In der Zeit der Republik ebnen bedeutende Persönlichkeiten und der Erfindergeist der Römer den Aufstieg des Ortes am Tiber. Erst Augustus wird Rom den Glanz verleihen, der einer Metropole gebührt. Eine Stadt aus Ziegeln verwandelt er in eine Kapitale aus Marmor. Mit Augustus bricht eine neue Epoche an, die Kaiserzeit. Die alten Römer hatten ein ganz grundsätzliches Gesundheitsproblem. Das hatte mit Blei zu tun. Ein Großteil des Wassers schickt man durch Bleirohre. Andererseits hat man dann den Wein, Fruchtsäfte, also säurehaltige Getränke, die man längere Zeit in Bleigefäßen gelagert hat. So war das auch ein Problem der Oberschichten, des Luxus. Die Römer berichten selbst von den Krankheiten, die das Blei hervorgerufen hat. Wie Truf, der berühmte Architekturhistoriker, kennt dieses Phänomen. Man leidet unter Kopfschmerzen, man leidet unter Wagenproblemen, Nervenproblemen, bis hin zu Schwindel und Gicht. Heute weiß man, dass Blei auch Unfruchtbarkeit hervorrufen kann. Die Wasserleitungen werden daran nicht so schuld gewesen sein, denn die verkalken sehr schnell, wir kennen das. Daran ist Rom wohl nicht zugrunde gegangen. Das Geheimnis der Entwässerung liegt im Untergrund. Abtauchen in die finstere und anrüchige Welt der Cloaca Maxima. Dem weit verzweigten Kanalsystem gehen Wissenschaftler heute auf den Grund. Im 6. Jahrhundert ebnet Tarquinius Priscus, der Etruskerkönig, den Weg für die Trockenlegung des Forum Romanum. Die Cloaca Maxima ist ein Meilenstein für die Infrastruktur der aufstrebenden Gemeinde. Anfangs verlaufen die Kanäle ohne Abdeckung. Später erweitert man sie ständig. Sieben Bäche, Regen und überschüssiges Wasser der Brunnen schwemmen die Abfälle und Fäkalien aus den Latrinen und Thermen in den Tiber. Sotto l'ultima fase, quella più monumentale. Während der letzten Ausbauphase, in der die Cloaca Maxima am monumentalsten ist, ist der Kanal 3 Meter breit und 3,5 Meter hoch. An dieser Stelle ist sie in Tuffquadermauerwerk aus riesigen Blöcken errichtet. Sie sind oft von 2 Meter Länge und 80 cm Tiefe. Darüber verlegte man Ziegelmauerwerk und das Gewölbe besteht aus Mörtel. Agrippa ist der berühmteste Wasserbaumeister Roms. Um die Reinigung und Sanierung der Cloaca Maxima zu kontrollieren, fährt er selbst hier auf einem Boot durch den Kanal bis zum Tiber. Ein erstaunlicher Ort. Hier stinkt's. Die Cloaca Maxima. Für uns klingt das gewöhnungsbedürftig. Chlore, das Latein. Macht Rom überhaupt erst funktionsfähig? Ebenfalls aus etruskischer Königszeit stammt ein weiteres öffentliches Großprojekt, der Circus Maximus. Was sich hier vor allem abspielt, sind Wagenrennen. Als größte Sportkampfstätte der Antike, mit mehr als 600 Metern Länge, kann er bis zu 250.000 Zuschauer fassen. Es ist ein Spektakel, das bis ins Detail organisiert ist.
An der weißen, blauen, roten oder grünen Farbe der Trikots erkennt man den Rennstall der Wagenlenker. Später entwickeln sich diese Vereine zu politischen Gruppierungen. Auch Herrscher sind Feuer und Flamme für ihren Lieblingsclub. Pferderennen, Wagenrennen spielen eine bedeutende Rolle im frühen Kult. Berühmte Wagenlenker, die Pferde maßen ihre Leistung im Totenkult. Schon in Olympia wird das Wagenrennen zu einer Sportdisziplin. Und in Rom, da sitzen männliche und weibliche Zuschauer gemeinsam auf der Tribüne. Der berühmte Dichter Ovid rät dem älteren Mann zur Körperpflege für eine erfolgreiche Anmache im Circus Maximus. Auf den Tribünen tummeln sich dicht gedrängt die Fans. Eine ideale Chance für einen Flirt. Hier liegt die Kontaktbörse der ewigen Stadt, das Vergnügungsviertel. Die Zuschauer fiebern dem Sieg ihrer Favoriten entgegen. Ob risikobereite Wagenlenker, die beim Überholmanöver alles aufs Spiel setzen, oder rasante Pferdegespanne. Um das Volk bei Laune zu halten oder für den Wahltag gewogen zu stimmen, investieren alle ehrgeizigen Politiker in diesen Wettbewerb. Auch am Geburtstag des Herrschers oder aus Anlass seiner Genesung lassen die Zuschauer hier ihren Emotionen freien Lauf. Manche Profi-Rennfahrer sind Spitzenverdiener. Ihr Einkommen übertrifft das eines Advokaten um ein Hundertfaches. Konkurrenz und Fanatismus treiben wilde Blüten. Sogar Giftanschläge auf Wagenlenker oder Rennpferde sind nicht selten. Wegen seiner Grausamkeit vertreibt man den letzten Etruskerkönig aus Rom. Patrizier übernehmen nun als Konsuln die Macht. Üben Sakrale? Also ist es die säubernde, die reinigende, und zwar nicht eine kleine, sondern eine Maxima, eine riesige. Seit 2500 Jahren funktioniert dieses Meisterwerk der Ingenieurstechnik und entwässert das halbe Rom, macht Rom überhaupt erst funktionsfähig. Ebenfalls aus etruskischer Königszeit stammt ein weiteres öffentliches Großprojekt, der Circus Maximus. Was sich hier vor allem abspielt, sind Wagenrennen. Als größte Sportkampfstätte der Antike, mit mehr als 600 Metern Länge, kann er bis zu 250.000 Zuschauer fassen. Es ist ein Spektakel, das bis ins Detail organisiert ist. An der weißen, blauen, roten oder grünen Farbe der Trikots erkennt man den Rennstall der Wagenlenker. Später entwickeln sich diese Vereine zu politischen Gruppierungen. Auch Herrscher sind Feuer und Flamme für ihren Lieblingsclub. Pferderennen, Wagenrennen spielen eine bedeutende Rolle im frühen Kult. Berühmte Wagenlenker, die Pferde maßen ihre Leistung im Totenkult. Schon in Olympia wird das Wagenrennen zu einer Sportdisziplin. Und in Rom, da sitzen männliche und weibliche Zuschauer gemeinsam auf der Tribüne. Der berühmte Dichter Ovid rät dem älteren Mann zur Körperpflege für eine erfolgreiche Anmache im Circus Maximus. Auf den Tribünen tummeln sich dicht gedrängt die Fans. Eine ideale Chance für einen Flirt. Hier liegt die Kontaktbörse der ewigen Stadt, das Vergnügungsviertel. Die Zuschauer fiebern dem Sieg ihrer Favoriten entgegen. Ob risikobereite Wagenlenker, die beim Überholmanöver alles aufs Spiel setzen, oder rasante Pferdegespanne. Um das Volk bei Laune zu halten oder für den Wahltag gewogen zu stimmen, investieren alle ehrgeizigen Politiker in diesen Wettbewerb. Auch am Geburtstag des Herrschers oder aus Anlass seiner Genesung lassen die Zuschauer hier ihren Emotionen freien Lauf.
Manche Profi-Rennfahrer sind Spitzenverdiener. Ihr Einkommen übertrifft das eines Advokaten um ein Hundertfaches. Konkurrenz und Fanatismus treiben wilde Blüten. Sogar Giftanschläge auf Wagenlenker oder Rennpferde sind nicht selten. Ohne diese Beamten und Priester zu befragen, trifft man in Friedens- und Kriegszeiten keine Entscheidungen. In religiösen Zeremonien markieren sie den Grundriss von Gebäuden und die sakrale Grenze Roms. Auf den etruskischen König Servius Tullius soll die etwa 11 Kilometer lange Stadtmauer zurückgehen, die heute noch in Resten auch bei der Stazione Termini erhalten ist. Sie umschließt alle 7 Hügel Roms. Wie mit einem Donnerschlag brechen im Jahr 387 die Gallier über Rom herein. Doch das letzte Bollwerk auf dem Kapitol bleibt verschont. Dank der heiligen Gänse der Juno, die mit ihrem Geschnatter die Wachen vor den Galliern warnen. Ein Ereignis, das sich tief im kollektiven Gedächtnis der erfolgsverwöhnten Römer einbrennt. Die Expansion Roms begann mit dem Sieg über die mächtige Etruskerstadt Veii, die lange Erzrivalin war. Im Spannungsfeld zwischen Etruskern im Norden und Griechen im Süden gewinnt Rom immer mehr an Bedeutung. Wenig später weitet sich der Machtbereich durch den Sieg über den Nachbarstamm der Latiner weiter aus. Eine Initialzündung, der im 3. Jahrhundert die Eroberung der gesamten italischen Halbinsel folgt. Nach dem Sieg über die Karthager in Nordafrika um 200 beherrscht Rom große Teile des Mittelmeerraums. Das Erfolgsrezept lautet gelungene Assimilierung und Toleranz gegenüber anderen Religionen. Auf dem Forum Romanum treffen Entscheidungsträger zusammen, die den Aufstieg Roms zur Weltmacht vorantreiben. Hier wählt die Volksversammlung und es wird Recht gesprochen. Im Palast der Könige beim Vestatempel residiert später der Oberpriester, der Pontifex Maximus. Im Tempel der Vesta, der Göttin des Staatsherdes, hüten ihre Priesterinnen heilige Urkunden und das sakrale Herdfeuer. Nur junge Mädchen aus aristokratischen Familien werden zu dieser Aufgabe auserkoren. Die Vestalinnen leben in einem prunkvollen Ambiente. Ihr Schicksal ist es, 30 Jahre keusch zu leben. Verletzt eine Welt, vor allem abspielt, sind Wagenrennen. Als größte Sportkampfstätte der Antike, mit mehr als 600 Metern Länge, kann er bis zu 250.000 Zuschauer fassen. Es ist ein Spektakel, das bis ins Detail organisiert ist. An der weißen, blauen, roten oder grünen Farbe der Trikots erkennt man den Rennstall der Wagenlenker. Später entwickeln sich diese Vereine zu politischen Gruppierungen. Auch Herrscher sind Feuer und Flamme für ihren Lieblingsclub. Pferderennen, Wagenrennen spielen eine bedeutende Rolle im frühen Kult. Berühmte Wagenlenker, die Pferde maßen ihre Leistung im Totenkult. Schon in Olympia wird das Wagenrennen zu einer Sportdisziplin. Und in Rom, da sitzen männliche und weibliche Zuschauer gemeinsam auf der Tribüne. Der berühmte Dichter Ovid rät dem älteren Mann zur Körperpflege für eine erfolgreiche Anmache im Circus Maximus. Auf den Tribünen tummeln sich dicht gedrängt die Fans. Eine ideale Chance für einen Flirt. Hier liegt die Kontaktbörse der ewigen Stadt, das Vergnügungsviertel. Die Zuschauer fiebern dem Sieg ihrer Favoriten entgegen. Ob risikobereite Wagenlenker, die beim Überholmanöver alles aufs Spiel setzen, oder rasante Pferdegespanne.
Um das Volk bei Laune zu halten oder für den Wahltag gewogen zu stimmen, investieren alle ehrgeizigen Politiker in diesen Wettbewerb. Auch am Geburtstag des Herrschers oder aus Anlass seiner Genesung lassen die Zuschauer hier ihren Emotionen freien Lauf. Manche Profi-Rennfahrer sind Spitzenverdiener. Ihr Einkommen übertrifft das eines Advokaten um ein Hundertfaches. Konkurrenz und Fanatismus treiben wilde Blüten. Sogar Giftanschläge auf Wagenlenker oder Rennpferde sind nicht selten. Wegen seiner Grausamkeit vertreibt man den letzten Etruskerkönig aus Rom. Patrizier übernehmen nun als Konsuln die Macht, üben sakrale und politische Ämter aus. Als Vertreter der alten bäuerlichen Werte wird Lucius Quinctius Cincinnatus verehrt, der vom Pflug weg zum Konsul ernannt wird. Dann verteilt man kostenlos Getreide. Die Anzahl der Berechtigten ändert sich immer wieder. In riesigen Brotfabriken mahlen sich Bäcker ihr Mehl selbst. Sie kneten schon nachts in Steintrögen den Teig mit Wasser und Hefe. So versorgen sie die Großstadt mit dem Grundnahrungsmittel, den Körnern für den Getreidebrei, das arme Leute essen, und dem Brot. Auf dem Forum Romanum konzentrieren sich mythische, sakrale Stätten, Erinnerungsorte. Außerdem steigt es zum wirtschaftlichen und politischen Zentrum auf. Ähnlich wie in Griechenland hängen hier die Statuten, die 12 Tafelgesetze aus. Vom Kapitol und vom Palatin aus beobachten Auguren den Vogelflug. Daraus leiten sie den Willen der Götter ab und sagen die Zukunft voraus. Das Alltagsleben prägen strenge Rituale und Wahrsagerei, die sich auch an der etruskischen Religion orientieren. Ebenso spielen die Priester eine große Rolle, die Eingeweide, vor allem die Leber, untersuchen und Blitze beobachten, um daraus ihre Vorhersagen abzuleiten. Ohne diese Beamten und Priester zu befragen, trifft man in Friedens- und Kriegszeiten keine Entscheidungen. In religiösen Zeremonien markieren sie den Grundriss von Gebäuden und die sakrale Grenze Roms. Auf den etruskischen König Servius Tullius soll die etwa 11 Kilometer lange Stadtmauer zurückgehen, die heute noch in Resten auch bei der Stazione Termini erhalten ist. Sie umschließt alle 7 Hügel Roms. Wie mit einem Donnerschlag brechen im Jahr 387 die Gallier über Rom herein. Doch das letzte Bollwerk auf dem Kapitol bleibt verschont. Dank der heiligen Gänse der Juno, die mit ihrem Geschnatter die Wachen vor den Galliern warnen. Ein Ereignis, das sich tief im kollektiven Gedächtnis der erfolgsverwöhnten Römer einbrennt. Die Expansion Roms begann mit dem Sieg über die mächtige Etruskerstadt Veii, die lange Erzrivalin war. Im Spannungsfeld zwischen Etruskern schon vor der Kolonisation der italischen Halbinsel verehrten griechische Seefahrer und Kaufleute sein Kultbild. Diese Statue aus Bronze, vergoldet, ist wohl die Kopie eines berühmten griechischen Künstlers. Der Rundtempel des Herkules. Wahrscheinlich hat ihn ein griechischer Architekt entworfen.
Die Beziehungen zu den Griechen bestehen wohl bereits in grauer Vorzeit. Auf der Suche nach neuem Land gründen sie ab dem 8. Jahrhundert Kolonien in Süditalien und Sizilien, wie in Selinunt. Ihre Kultur findet in Rom großen Anklang. Warum ist dieser Einfluss so prägend? Warum übernehmen die Römer viele griechische Gottheiten? Das ist für die Forscher immer noch ein Geheimnis. Wann und von wem wurde Rom gegründet? Der Mythos gibt unterschiedliche Antworten. Die Archäologie ist auf der Suche. Irgendwie waren die Griechen im Spiel. Man findet eine ganze Menge frühe griechische Scherben. Sind hier benachbarte Dörfer einfach nur zusammengewachsen oder gab es einen politischen Gründungsakt? Ganz wichtig ist die geografische Situation. Hier am Kreuzungspunkt ganz bedeutender Verkehrswege des Wasserwegs und der Landwege. Warten wir, was die Forschung in Zukunft an Antworten uns bietet. Von Anfang an bestimmt der Tiber die Geschicke Roms. Bis zum Forum Boarium ist der Fluss schiffbar. Der Hafen ist Ausgangspunkt des wirtschaftlichen Aufstiegs. Auf hölzernen Pfählen errichtet schon der erste König Roms die älteste Brücke über den Tiber. Als Jahrhunderte später eine schwere Seuche ausbricht, befragt man die Sibyllinischen Bücher, eine Sammlung von alten Weissagungen. Danach begibt sich eine Gesandtschaft zum wichtigsten Kultplatz des griechischen Heilgottes Äskulap nach Epidauros. Mit dessen Symbol, einer heiligen Schlange, bestimmt man die Tiberinsel als Standort für einen Tempel. Gleichzeitig dient er auch als Hospital. So isoliert können Kranke, gleichsam in Quarantäne, abgeschirmt werden. Noch nach 2300 Jahren lebt diese Tradition in den beiden Krankenhäusern auf der Insel fort. Die Kirche auf der Tiberinsel gründet auf den Resten des Äskulap-Tempels. Die Nähe zum Meer begünstigt den Aufstieg Roms. Dorthin führt schon früh die sogenannte Salzstraße. Das Erfolgsrezept lautet gelungene Assimilierung und Toleranz gegenüber anderen Religionen. Auf dem Forum Romanum treffen Entscheidungsträger zusammen, die den Aufstieg Roms zur Weltmacht vorantreiben. Hier wählt die Volksversammlung und es wird Recht gesprochen. Im Palast der Könige beim Vesta-Tempel residiert später der Oberpriester, der Pontifex Maximus. Im Tempel der Vesta, der Göttin des Staatsherdes, hüten ihre Priesterinnen heilige Urkunden und das sakrale Herdfeuer. Nur junge Mädchen aus aristokratischen Familien werden zu dieser Aufgabe auserkoren. Die Vestalinnen leben in einem prunkvollen Ambiente. Ihr Schicksal ist es, 30 Jahre keusch zu leben. Verletzt eine Vestalin die Regeln und gibt sich einem Mann hin, wird sie lebendig begraben. Sogar über ein Staatsarchiv verfügt Rom. Das Tabularium verwahrt die Bronzetafeln, auf denen Gesetze und offizielle Urkunden eingeritzt sind. Es stellt das Gedächtnis der Metropole dar. Bei der Fertigstellung werden die Grundmauern des Tabulariums von einem Konsul inspiziert und genehmigt, der gleichzeitig Präfekt des Bauamtes und Architekt ist. Und heute sind sie im Senatorenpalast erhalten. Im Senatsgebäude, der Kurie, tagen die Senatoren, erlassen Gesetze, beschließen Kriegszüge, empfangen Gesandtschaften und kontrollieren die Staatsausgaben. Auf dieser Bühne inszenieren sich berühmte Politiker, auch der geniale Cicero. Mit Charisma, geschickter Taktik, aber vor allem mit einer einzigartigen Redegewandtheit tritt Marcus Tullius Cicero, Anwalt, Schriftsteller, Konsul, im Senat, vor Gericht und vor dem Volk auf. Rhetorik ist seine Leidenschaft. Die Redekunst und die Jurisprudenz beflügeln Karrieren. Für Cicero zeichnen eine kluge Gliederung und freie Rede einen guten Vortrag aus. Wer auf der Rednertribüne flammende Reden hält, der begeistert die Massen.
Von historischer Dimension sind Ciceros Reden gegen Catilina, die dessen Verschwörung aufdecken. Ironie der Geschichte? Ciceros Reden gegen Marcus Antonius kosten ihn das Leben. Er wird für vogelfrei erklärt. Als Trophäen stellt man seinen abgeschlagenen Kopf und seine Hände später auf der Rednertribüne zur